Wir brauchen eine neue Rakete, liebe Zocker und YouTuber, weil dieses Monster hier, dieser Apparat hier, der wiegt mal zarte, warte mal, wo kann man den allgemein mal anfassen, dass man sieht, wie viel der wiegt? Nirgendwo. Egal, wir machen mal ein neues Craft. Setzen und fangen gleich mal mit dem Ding an hier. Moment, wo ist es? Wer sich fragt, was will ich da nach oben ballern, das ist natürlich unsere... Hier, da steht es, 129 Tonnen. Das ist die Nutzlast für unsere neue Raumstation. Und 129 Tonnen, die baue ich nicht mal ganz kurz eben... die schieße ich mal nicht ganz kurz eben mit der alten Rakete in die Luft, sondern... Muss auch ein bisschen größer sein. So, hoppala. So, damit nämlich auch der Fairing drumherum passt. Und wir fangen gleich mal an, das Ding richtig zu bauen. Wir brauchen ein paar Reaction Wheels, um das Ding zu drehen. Jetzt ist die Frage, wo sind die Reaction Wheels? Da sind sie. Chuck. Weiß nicht, ob das etwas groß ist. So, vielleicht. So, Reaction Wheels drunter, das drunter. Kostet jetzt schon, naja, 100.000 ist nicht so wild. 100.000, jetzt wollen wir gleich die Fairings drunter bauen. Ne, ein paar Batterien bauen wir noch dran. Wobei wir ja nur diese Standardbatterien haben, das bauen wir auch noch, ja. Wo sind denn die Batterien? Warte mal, da waren sie. Battery Pack, wollen wir die da drin irgendwo anbringen? Ne, das ist okay so. Dann bauen wir jetzt gleich die Fairings dran. Ist der Dude? Warum sieht das so komisch aus? Achso, ich weiß, warum das so komisch aussieht. So. Jetzt die seitliche Verstrebung. So, bisschen höher. Feini. Und jetzt natürlich noch eine schöne Fairing-Spitze. Die aus irgendeinem Grund... Achso, das ist gar keine Fairing-Spitze. Die aus irgendeinem Grund da nicht dran passt. Da ist sie. Plong. So. Ich würde mal sagen, das können wir als Grund... Du brauchst das gar nicht hochziehen. Das können wir als Grund nehmen. Wir haben Reaction Wheels drin, wir haben das drin. Jetzt würde ich gerne noch Batterien dran bauen. Die machen wir dann irgendwann an die Rakete dran. So. Plong. Das war eine etwas größere Rakete, fürchte ich, liebe Freunde. Für die Geschichte im All nehmen wir natürlich eine zarte... Low Power Engine for Second Stage and Landing on Small. Wo sind die Manöver? Wir hatten doch so ein Manövertriebwerk. It's not about power, but about precision. Capable of small orbit and altitude adjustments. This engine is a must. Ja, nehmen wir die mal, ne? Oder? gibt's die auch in groß? Moment mal. Nee, die kriegt ja im Leben nicht genug Wumms dahin, dieses Ding. Warte mal, Drew Orbit 0,002. Vielleicht nehmen wir die dann doch nicht. Vielleicht nehmen wir dann doch die Low Power Engine hier, die Pixie. So, ich glaube, das ist vielleicht besser. Ja, ich glaube, das ist. Ja. Lass mal gucken, wo haben wir denn. Ich versuche gerade verzweifelt zu gucken, wo zum Henker ist das TWR da. 0,26 ist natürlich im Vakuum immer noch nicht pralle, aber da können wir vielleicht noch etwas adjusten. Also viel können wir da gar nicht adjusten, sehe ich da gerade. Es sind halt auch wirklich, muss man sagen, das ist auch wirklich eine Masse da, 130 Tonnen, was wir an dem Ding drin haben. Da murkst auch nichts am TWR rum. 0,3 TWR. Ich meine, damit machen wir sie natürlich ineffektiver, indem ich das hier mache. Dann haben wir 0,45 TWR. Reicht uns das? Dann machen wir sie ineffektiver, aber sie hat etwas mehr Wumms. Hat 2,2 Kilometer pro Sekunde Delta V. Ich habe so den Verdacht, das wird eine relativ teure Rakete. Wie sagte einer von euch, als ich die Sidebooster dran gebaut habe, Sidebooster sind sowas von 1980. Ich stamme aber auch aus 1980, also darf ich da Sidebooster dran machen. Vermaledeiter Grützkuchen. So,
Zu beider Zeit hat man Zeitbooster an die Rakete gemacht. So, basta. Ja. So, und da drunter müssen wir jetzt, glaube ich, was ordentlich Dickes flanschen. Was kostet das Ding bis jetzt? 5,7 Millionen, ist alles in Ordnung. 5,7 Millionen, da, wir kriegen ja 140 Millionen für den ganzen Spaß. Apex Engine drunter geflanscht, so. Ist das gut? Lass mal kurz gucken, Apex Engine. Theoretisch, sagen wir mal, feuert die ja erst auf 16 Kilometer. Oder sagen wir mal so um die 20. Und da werden wir mal, der baut seine Raketen auch immer gleich, der Mann. Aber Hauptsache, sie funktionieren. Ne? Also, so, wir gleichen mal etwas den Air Pressure, den... So, da haben wir doch tatsächlich 4 Delta V, das ist schon mal ganz gut. Ey, Chamber Pressure lassen wir so, du sollst nicht hier, daran sollst du rumfummeln. Ist das gut? So, jetzt hat die tatsächlich 4,5 Dingens. Jetzt können wir so ein bisschen größer machen. TWR ist natürlich etwas schlecht, ne? TWR ist, ich kann das Ding jetzt auch nicht so hochknallen. Boah, was ein Otto. 1,18. Okay. Wir haben jetzt 1,18 bei 4600 Delta V. Das ist, denke ich mal, in Ordnung. Vor allem, weil wir dann schon ein bisschen weiter oben sein werden, hoffe ich. 4,6. Das heißt, das ist gut. Das Ding hat dann Stage, warte mal, Stage 1. So wird ein Schuh draus. Stage 1 auf 22 Kilometer hat 1,18. 2,57, ne? Das ist nämlich nicht mehr ganz so viel. So, Stage 2 im Vakuum hat dann nochmal 2, irgendwas. Das heißt, insgesamt sind wir jetzt auf, das ist immer so ein Richtwert, so 4,81. Da muss aber noch ein bisschen was kommen. Und zwar, jetzt kommt das Ding, was ich gesagt habe, Sideboosters. Nein, keine Sideboosters. Doch, Sideboosters. Nein, mach's nicht. So. Gut, sind die niedlich. Kriegen wir die auch etwas größer hin. Hier, Size. So. Die wird jetzt erstmal ein bisschen größer gemacht. Sitzt sie da jetzt dran? Ja. So, und dann... Und ein Deckel oben drauf, oder? Ja. Plong. Bisschen spitzer, bitte, danke. Sieht ja sonst scheiße aus. So, jetzt haben wir natürlich das Problem. Jetzt haben wir das Problem, dass wir da... Ich möchte da nicht diese fetten Raketen ranpacken, Pixie Engine. Mage Engine, Powerful Engine. Ich versuch's erstmal mit Mages. Ich weiß nicht, ob das reicht. So, und jetzt machen wir das hier mal. Jetzt machen wir das mal vierfach. Und schon kostet die Rakete. nein, nein. Das ist alles gut. Alles fein, die 7, das könnte reichen, aber die ist zu fett. Ist eigentlich zu fett, die Rakete. Man könnte sie sicherlich auch sparsamer machen, aber komm, wir pfeifen jetzt mal auf die Kohle. Wir haben jetzt 200, wir pfeifen mal auf die Kohle. Wir brauchen auf jeden Fall auch noch... Das ist furchtbar, Fleck, was du da gebaut hast. Wir gucken mal ganz kurz... Was haben wir denn da für ein TWR? 1,25 TWR ist okay. Können wir die noch ein bisschen effektiver machen? Wahrscheinlich nie.
Ja, bist du eher schlechter. Ne, wir brauchen ja. Wir brauchen ja. Wir brauchen schon ein bisschen Wumms. So. Stage 1 hat 1,28, 2,33. Stage 2, sagen wir mal circa auf 20 Kilometer. Sagen wir mal auf 25. Stage 2 hat 1,19, das ist auch okay, 2, irgendwas. Und Stage 3 hat dann halt logischerweise die 2, so, das heißt, insgesamt sind wir bei 7,44. Das müsste reichen, um das Ding locker in den Orbit zu bekommen. Es ist viel zu teuer. 200 Millionen, wir kriegen ja nur, ich glaube, 200, na wobei, das ist ungefähr, das hält sich ungefähr. Ich glaube, wir haben 40 Millionen Anzahlungen gekriegt, wir kriegen, glaube ich, 160 Millionen. Das heißt, wir sind bei, ja, also es wird definitiv kein Gewinn. Aber, naja, vor allem, wir müssen ja noch, wir müssen auch RCS ranpacken. Das ist ja auch noch so ein Ding. Wo ist das Ding? Warte mal, wir brauchen. Der Fleck baut sich hier wieder die Seele aus dem Leib. Fleck baut sich wieder die Seele aus dem Leib. Und das ist ganz gruselig, was du da baust. So, was wir jetzt noch dazu nehmen sind, aber wir haben das Geld, ja, komm, so ist es ja nicht. Wir nehmen jetzt noch RCS-Booster. Da, die haben sich eigentlich als perfekt auch herausgestellt. Kann man die auch größer machen? Ach, dann bauen wir noch einen RCS-Tank, ne? Hahaha. okay, hier. Vier RCS-Booster brauchen wir. Und die brauchen wir natürlich da auch. Und dann brauchen wir natürlich noch einen RCS-Tank. Sonst. Warte mal, wo ist der RCS-Tank? Ganz so groß muss er nicht sein. So. Und in diesen Tank kommt natürlich RCS rein. Monoprop. So. Jetzt checken wir nochmal alle Stages. Oh, und schon ist das Ding wesentlich schwieriger, schwerer. Delta V, das ist okay. So, jetzt gucken wir nochmal nach. Stage 1 auf dem Boden, 1,26, ist okay. Stage 2 auf 25 Kilometer, ist okay. Stage 3 im Vakuum hat nur noch 0,4, muss auch ausreichen. So, zusammen, knappe 7. Und kostet ganz wenig, kostet nur 232 Millionen. Viel mehr, als wir eigentlich haben. Nicht als wir haben, viel mehr, als wir ausgeben wollen. Aber ich glaube, effizient bauen muss ich noch lernen. Nach wie viel 1000 Folgen KSP? Egal. So, wir haben die Engines, dann Interstage und die zündet, dann Interstage und die Pixie. Von mir aus fliegt dann auch der Fairing weg, das ist mir egal. Und dann haben wir die Cross-Hub-Model, das löse ich aber per Hand aus. Das machen wir definitiv anders. So, ich würde sagen, das Ding speichern wir mal. Das ist viel zu groß, Junge. Viel zu teuer. Viel zu teuer. Egal. Safecraft. Dicke Bertha. Ja, dicke Bertha. So. Die dicke Bertha, die stellen wir jetzt mal aufs Launchpad. Und zwar auf das, genau auf das. Es ist dünkel. Es dünkelt mich dünkel. So. Jetzt müssen wir wieder warten, bis sich das Ding da drüber gedreht hat. Ihr habt mir da auch einen schicken Tipp gegeben, wie ich definitiv auf 30 Grad Inklination fliegen kann, indem ich dann genau auf 60 Grad tippe, wenn... aber ich fliege einfach dem Ding hinterher, ihr versteht, was ich meine, ja. Ich mache einfach so hier und dann hat sich der Keks. So, ich gehe mal in den Zeitvorlauf.
Rödel, Rödel, Rödel. Jetzt müssen wir aufpassen. Müssen wir dem quasi gleich hinterherfliegen. Mal sehen, ob das funktioniert. Was habt ihr gesagt? 60 Grad, ne? 60. Ich bin mir nicht sicher. So, lass mal gucken. So, Ziel ist da. Super, das zeigt mir ja nicht an, wo ich das sehe. 60 Grad war das abwärts, ne? Es war 60 Grad, das heißt, ich hätte gesagt, wenn ihr, warte mal, das sind 90, dann sind das 45, 15, 15, 20, 25, 30, nee, 10, 20, 30. Ich hätte gesagt, ich muss da irgendwo hinkippen. Ich lasse aber mal. Lass ich das jetzt? Mache ich das jetzt? So. Ich würde sagen, ungefähr so. Ja? Ja, ungefähr. So, da kommt sie nämlich, da steigt sie nämlich auf. Warte mal, wir sind auch noch im Zeitvorlauf hier. So, ich würde sagen 3, 2, 1, pfeift der Hund drauf. Wir sind unterwegs. Boah, give me gasoline. Ich sehe nicht. Juhu. Was ein dickes Ding. So, hier kippen wir jetzt erstmal fröhlich. Also wir kippen noch nicht. Wir starten, wir heben erstmal ein bisschen ab. So, wir haben jetzt 100 Meter die Sekunde drauf. Jetzt können wir langsam so ein bisschen kippen. Ja. Give me gasoline. Flieg mein Gutes da. Ja, das sieht gar nicht mal blöd aus, würde ich sagen. 7 Kilometer. Sieht gut aus? Ich würde sagen, ja, bis jetzt. Apoapsis ist auf 18 Kilometer. Wir kippen weiter. So, was sind wir jetzt? 16 Kilometer Höhe. Das sieht gut aus. Jetzt haben wir schon wieder das RCS schon wieder an. Das ich ja gar nicht haben wollte. Das Monoprop, das wird uns nämlich sonst alle. So, gleich müssen wir trennen. Geh nicht kaputt, Freundchen. Sah ein bisschen gruselig aus, muss ich gestehen. So, wir machen mal aus. Und machen als allererstes mal, während wir uns auf die Apoapsis zu bewegen, diese Dinger hier aus. Weil die uns sonst die Kiste leer machen. Und das wäre blöd. Na. Na. Jetzt dreht er sich natürlich. So. Alle aus, alle aus. Außer dem Ding hier drin, der fängt sich natürlich an weiter zu drehen. Keine Ahnung, warum er das macht, aber er tut es. So. Wo sind wir? Wir richten uns Prograde aus.
Wir haben noch 56 Sekunden bis Trollala. Wir gucken mal an, als. Ja, das sieht doch. Guck mal, das sieht fast aus, als hätte ich es gewollt. Also vom Kurs her. Keine Ahnung, was er sagt. Prograde habe ich gesagt. 95. Kannst du das Ding mal ausmachen hier? Kann man. Gibt es irgendwo einen Knopf RCS aus? Bei KSP gab es sowas. So, flieg. Und zwar nach oben. Was haben wir? 12 Sekunden. Super, jetzt hast du dich vertan. 9, 8. Naja, das könnte jetzt ein bisschen enger werden. Ich hab zu spät gebrannt. 4, 3, 2, jetzt fallen wir nämlich gleich wieder. 1, aber nur so knapp. Naja, es wird schon irgendwie gut gehen. Flieg, mein Gutes, da. Wie hoch sind wir denn? Auf 102,7. Das ist okay. Das ist alles noch machbar. Das ist alles im Rahmen. Wie viel Delta V haben wir an dem Ding noch? 1,4. Das müsste reichen, um die Kiste einzuschießen. Hoffe ich. Time to upper upsis. Jetzt nimmt sie wieder zu. Jetzt wird wieder alles gut, glaube ich, oder? Ja, jetzt wird wieder alles gut. Nee, es wird noch nicht alles gut, aber wir schaffen das. So. Flieg, mein Gutes, da. So, jetzt müssen wir gleich nochmal trennen. 3000 haben wir drauf. Prograde. Was mache ich denn da? So, wir haben viel zu viel gebrannt. Jetzt können wir im Prinzip die nochmal abtrennen. Geben mal Schub. So, da haben wir unser Gerät. Jetzt müssen wir mal gucken. Das sieht schon aus, als. Also wir müssen nicht drehen. Als hätte ich das geplant. Seht ihr das? Wir haben keinerlei Bahnneigung. Der müsste uns einholen. Was machen wir denn? Wie viel Delta V haben wir denn noch an dem Ding drin? Also, das ist eigentlich ganz gut. Ja, hier. 2 Kilometer pro Sekunde. Wir haben viel zu viel Delta V. Aber wir müssen ja auch noch deorbiten. Das ist ja alles kein Thema. So, warte mal. Wir kommen jetzt hier an. Sind da auf derselben Höhe. Böse Katze! Böse Katze! Schnappel die Bubble die! Die Katze kratzt an der Couch, weil sie fragt, was hier passiert. So. Eigentlich müssten wir hier nochmal. Richte dich mal retrograd aus. Ah, jetzt weiß ich, was mein Problem ist. Ich habe nämlich nicht... Wisst ihr, was ich nicht gemacht habe? Ich habe in den... Doch, das hast du alles gemacht. Du hast alles richtig gemacht. Du hast ja ein Gyroskop drin. Batterie ist auch okay. Du hast noch alles vorhanden. Das ist alles okay. Ich weiß gar nicht, was du willst. Ich ziehe den jetzt noch mal ein bisschen runter hier. Die 312. So. Damit wir das Ding einholen. Wir haben ja mehr als genug Sprit, dann müssen wir halt eine Umrundung müssen wir machen. Also, was heißt eine? Viele. So. Wir gucken uns die ganze Geschichte an. Sieht gut aus.
Wir können mal ganz kurz das Ding ausblenden, das stört immer so ein bisschen. Sieht gut aus. Wir haben unser dickes, fettes... Warum wiegt dieses Ding 130 Tonnen? Warum? Keine Ahnung, aber es tut es. So, wir speichern. Save. Und gehen an den Zeitverlauf, würde ich sagen. Ne? Jetzt werden wir leider eine Weile warten müssen. Halt, warte mal. Ich mach das mal aus, damit unser Dings nicht zu, damit unser Batterie nicht abnimmt. Was rödelt denn da so? So, wir holen das Ding irgendwann ein. Demnächst. Bald. So, was ist eigentlich das hier? Wir wissen es nicht. So, warte mal, da wollen wir hin. Super, du hast es verplant. Du hast es verkackt, Freundchen. Plant Burn hier. Da, das ist schon, es ist noch okay. Was haben wir da? 3 Kilometer, ist gut. Automatisch Burn. Wann ist das Manöver in? 1,6 Minuten. Da haben wir sogar bei Tag. Sehr schön. Closest Approach. Alles wunderbar. 3,1 Kilometer. 177 Meter die Sekunde. Wupp, alles gut. Plant Burn ist 133. Ich würde sagen... Warum sind wir denn im Pause-Modus? Willst du mich trollen? Jetzt burnt er. Er burnt. Und dann müssten wir hier, wie gesagt, diese 3,18 Kilometer Entfernung haben. Sieht gut aus. Der ist so schwach, dieses Ding. Also diese Stage hier. Haben wir das geschafft? Closest Approach 1,18 Kilometer. Wunderbar. Wunderbar. Mehr brauchen wir gar nicht. Wie viel müssen wir wegbrennen? 177 Meter die Sekunde. Das ist in Ordnung. Plant Burn hier. Nee. Quatsch. Nicht Plant Burn. Sondern... Mal speichern. Ich würde sagen, Warp hier, oder? Warp hier. So. Wir richten uns bitte aufs Ziel aus. Target. Wir sagen bitte Retrograd. Ist das Retrograd? Ne, das ist Retrograd, bitte. Wir haben 184 zum Ziel ausgerichtet. Wo ist Retrograd? Darf ich mal bitte kurz gucken? So, da kommen wir angeschissen. Vielleicht sollte ich die Dinger doch anmachen. Monoprop haben wir noch. Ah ja, ist der träge. Was habe ich gesagt? 3, irgendwas Kilometer, ne? Soll ich das mal per Hand machen? Ich mache das mal per Hand. So. Trägheit, ich lasse dir grüßen. Bewegt er sich da, wo er hin soll? Irgendwie ja, aber auch nur... so ganz dezent. Ah, Gott. So.
Da hältst du dich bitte. Retrograd. So, 7 Kilometer noch. Sieht gut aus. Ich will nicht vollen Schub geben, aber ich mach's mal. So, komm, Schub. Wir müssen ja bremsen. Das sieht ganz gut aus, das Bremsmanöver. Schiebst du hier immerhin 100 Tonnen in der Gegend rum? 130 Tonnen. 30. 10 Meter die Sekunde. So, 0. Sehr gut. Wir richten uns bitte aufs Target aus. Das Spaceport Esperanza. Und wie wir da andocken, sehen wir beim nächsten Mal. Cliffhanger! Schweinerei!